Takis von Edeka versus Chipoys von Kaufland. An so einem Etikett erkennst du, dass die Takis importiert worden sind. Auch die Chipoys wurden importiert. Schau dir mal den Kilopreis an. Die Takis sind verdammt teuer. Auch die Chipoys sind jetzt nicht gerade billig. Allgemein stellt sich die Frage, sind die überhaupt ihr Geld wert? Die Chipoys haben deutlich weniger Salz als die Takis. Dafür haben die Takis deutlich weniger Zucker als die Chipoys. Die Takis sind bis hierhin gefüllt, die Chipoys bis hier oben. Selbe Geschmacksrichtung, unterschiedliche Farben. Das sind die Takis und das die Chipoys. Naja, so viel Aroma haben die nicht. Sie schmecken nach Zitrone und sind sehr scharf. Aber bei so viel Salz kommt nichts davon rüber. Die Chipoys sind sehr viel dicker als die Takis. Das sind die Chipoys. Wonach riecht das denn? Also frisch riechen die nicht. Also sie müffeln eher. Hier ist zwar so ein brennender Smiley und wie bei den Takis auch sehr viel Pepperoni, aber die sind kaum scharf. Ja, und schmecken sehr wenig nach Limette. Ich meine, bei so vielen Zusätzen sollte das doch zumindest nach der Abbildung schmecken. Und deshalb gewinnen die Takis. Aber ich würde es mir trotzdem nicht kaufen. 5 Euro.